Ich glaube, da habe ich um eins nicht geschafft. Mal gucken. Den müssen wir zwangsläufig betätigen. Oh. Fail. Here I go. Gut, wir zählen mit 8 mal dürfen wir. Weg. So, 1. So, wir müssen hier rüber. So, dann müssen wir... Hey, wie war denn das? Achso, oh Gott. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kann ich das überhaupt noch schaffen? 6, 7, 8, 9. Nein, genau um ein... weil ich einmal falsch getreten bin. Das kriegen wir jetzt aber hin. Was? Alle guten Dinge sind 3. Here I go! Lass mich darauf. So, das war 1. 2. 3. 4. 5. Vorsicht. Jetzt müssen wir überlegen. 5, 6, 7, 8. Wir haben genau 8. Wenn wir jeden Schalter noch immer berühren. Was macht welcher Schalter denn? Der fährt das Ding hoch, der wieder runter und der wieder hoch. Hurra! Wir haben es geschafft. Es waren genau 8 Schalter. Wuhu! Hurra! Das haben wir. Das war die Übersequenz. Das haben wir. 45 Münzen. Gut. Life for Adventure! Oder so. Ach, das Level war das. Oh, da müssen wir versuchen, alle Münzen zu kriegen. Gut. Wir brauchen 45 Münzen. 12 haben wir. Wie geht's hier weiter? Gut, okay. Ich wollte erstmal lieber sicherheitshalber den Weg angucken, wie der Weg lang geht. Ach, da oben sind auch Münzen. Cool. Da, 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 da. Nee, hier sind keine Münzen. Hier ist die Weitsicht besser. Wow, man muss echt hier lang laufen, wenn man sonst gar nicht genug Münzen bekommt. Warte mal, ich sehe da gerade, da hinten, seht ihr das auch? Ja, da ist noch eine Leiter, die habe ich vorher gar nicht gesehen. Und sag mir nicht, da sind die Münzen, die mir fehlen. Obwohl,
doch, es müsste noch. Genau. Wenn ich hier runterfall, komme ich auf den Teppich. Genau. Gut, das ist nicht so schlimm. Schaffen wir noch. Kommen wir mit dem dahin? Nein. Das macht die andere Seite. Oh, du solltest doch nicht darauf gehen. Nee, es ist mir das zu gefährlich. Da löst sich nämlich schon auf und dann wäre ich darunter gefallen. Das wollen wir nicht. Wir haben ja schon 31 Münzen. So, da, man sieht auch das Geld. Da könnt ihr das sehen. Nicht schlimm. Ich warte kurz, bis das abgebaut ist da hinten. Und dann. So. Und jetzt geht's hier dem grünen Teppich entlang. Los, Toddy! Schaffst das! Yay! Ja, die Herausforderung hier besteht echt darin, dass man, wenn man ein Level neu hat, sieht man ja bloß, oh, ich muss drei Sterne sammeln, einen Stern sammeln und drei Edelsteine. Man sieht aber nicht, dass man die 45 Münzen noch sammeln muss. So, und weil ich ja eine kleine Pause gemacht hatte vorhin, ist mir noch aufgefallen, dass, war das hier? Müsste hier auch sein. Genau. Es gibt jetzt, nachdem man ein Buch komplett durch hat, hier unten. Ach, das kann ich euch leider so nicht anzeigen lassen, mit diesem blauen Kreis, naja. Aber auf der rechten Seite seht ihr jetzt, es gibt auch eine Zeitvorgabe für das Level. Das heißt, und das ist in jedem Level. Das heißt, man könnte jetzt noch überall Zeit-Challenges machen. So wie hier 38 Sekunden für das gesamte Level. Oder auch hier 45 und so, aber die Zeit-Challenges gehören für mich nicht zu den 100% hinzu, die wir anstreben, und ich bin auch kein Fan von so Zeit-Challenges. Klar, wenn man mal eine Mission hat, wo man sich beeilen muss, ist es was anderes, aber wenn man jetzt einfach jede Mission nochmal spielt, nur halt im Zeitmodus, beziehungsweise im Wettkampf gegen die Zeit, dann finde ich das nicht schön. Und ich habe mich auch so weit informiert, dass es für die Zeit-Challenges überhaupt nichts gibt. Also es gibt keine Trophäe, keine Extra-Belohnung. Das Einzige, was passiert ist, da wo eben Zeitvorgabe stand, da steht dann nachher, beziehungsweise wo hier die gespielte Zeit stand, unter dem Bild, da steht dann die Zeit und ein Sternchen. Mehr nicht. Das habe ich mir gedacht, nö, das ist es dafür nicht. Wert quasi. So, wir müssen wieder mitzählen. Wir dürfen nur 10 Schüsse verbrauchen. Also 1 und 2. 3 4 5 6. Nein, ich wollte da nicht rein. Ich wollte schnell weglaufen. So. Reicht das schon? Oh. Nein. Das reicht nicht. Wow, das war sehr knapp. Ich habe 6. Gar nicht so einfach zu ziehen, weil man kein Fadenkreuz hat. Oder vielleicht schon hoch? So, das war der letzte Schuss. So, leider dahin komme ich. Ich komme nun nicht da hoch.
Mist. Kommen wir da noch irgendwie anders hoch? Da ist keine Leute, da ist keine Leute. Nope. Ah. Dann muss ich das Level neu starten. Ich habe schon 10 verbraucht und ich habe eine Stelle, wo ich an der Leiter nicht hochkomme. Die Aufgabe ist schon kniffliger. Life for Adventure! Life for Adventure! Perfekt. Das war jetzt 1, 2, 3, 4, glaube ich. Perfekt. Nein. Einen habe ich versemmelt bisher. Ich habe jetzt leider verpasst mitzuzählen. Also versuche ich es einfach. Schade, dabei ist, wenn es jetzt nicht klappt, wäre das echt schade, weil hier der Weg ist jetzt extra richtig. Au! Gut gelegt, wollte ich sagen. Na, ich glaube, das Herz war da oben. Nee. Herz sei schon wild. Ich warte noch. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte hochlaufen und nicht hinten rum. Ah! Das war knapp. Hoffentlich hat es jetzt auch gereicht. Ja, wenn es jetzt nicht 10 waren, waren es 11. Ah, nicht geschafft. Es war bestimmt 11. Ich habe mich bestimmt um einen Schuss vertan. Genau der, der daneben gegangen ist. Mist. Ich probiere jetzt mal die Seite zuerst aus. Bam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, die da oben, die hier, wie ihr seht, da oben. Die brauche ich ja gar nicht machen. Trottel. Ich habe die mal mitgemacht. Vorhin. Mann! Eins. Zwei. 3, 4, 5, 6. Ja. Andere mache ich lieber von der anderen Seite. Sieben, acht, neun. Sollte an sich reichen.
mich nicht zu doof anstelle, sollte ich jetzt eigentlich gut durchkommen. Schnell, 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 schnell. Ja. Puh, immer dieses am Ende ist immer ziemlich knapp. Bemessen. Und? Wann's? Habe ich mich verzählt oder nicht? Nein. Strike! Hurra! Noch ein Level geschafft. Und wir machen das hier. Das andere machen wir danach. Ich hab bloß auf meinem Gamepad gerade Fleck sauber gemacht und dann hat sich das Buch gedreht. Da habe ich mir gedacht, oh, mache ich das Spiel so. Ich denke, ich kann mich hier im Schatten verstecken. Keine Angst haben, wir dürfen nicht gesehen werden. Da brauchen wir nicht lang. Huhu. Schnell, 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 schnell. Gut, er hat uns nicht gesehen. Geht das hier? Ja. Au! Doch nicht. Nein! Oh Mann, wir waren doch schon so nah am Ziel. Es waren jetzt zwei doofe Treffer. Oh, das ist immer so knapp an dieser Stelle hier. Blöde Feuerpflanze. Wie machen wir das jetzt? Wir müssen im Prinzip nur noch an diesen Scheingeist vorbei. Ein Scheingeist ist kein Problem. Bei einem Scheingeist kann ich einfach so wie in Ocarina of Time damals halt machen. Einfach immer ein Stückchen für Stückchen mitgehen. Und ab zum Stern. Ha! Wir haben's geschafft. Stealth Action. Woo! Da 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 da. Ein Gold Level. Was haben wir hier? Oh, blockiert sogar das Level, was wir eigentlich machen wollen. Mit dem Golddrache. Oh, ich hab nicht durchgepasst durchs Loch. Ah. Ja. Ha.